das Panel. Alles klar. Herzlich willkommen zum Panel Digital Labore neue Projekte. Mein Name ist Tobias Ortelt und ich hoffe, Sie können die Folien sehen. Ich sehe auf jeden Fall keinen Widerspruch, dass man irgendwie nichts gehen kann. Ich begrüße auch Herrn Terkowski. Uns geht's allen gut. Und ich freue mich jetzt, wie gesagt, mit den Kollegen Christian Bunse, Steffen Probe, Sebastian Zug und Thomas D'Souza, Ihnen vier Projekte vorzustellen. Und da wir wenig Zeit haben, fangen wir direkt an. Und hier ist einmal die Übersicht nochmal über uns fünf Personen. Uns ist klar, dass wir heute ein reines Männerpanel sind. Wir haben alle weiblichen Projektmitarbeiterinnen gefragt, ob sie heute dazukommen können. Aber das war leider nicht möglich. Also uns ist es bewusst und wir hätten es gerne vermieden. Aber es ist nun mal so, dass Sie mit uns fünf jetzt hier auskommen müssen. Also es sind dabei eben, wie gesagt, ich bin von der TU Dortmund, dann Christian Bunse von der Hochschule Stralsund, Steffen Probe von der Berliner Hochschule für Technik, ehemals die Beuth-Hochschule, Sebastian Zug von der TU Bergakademie Freiberg und Thomas D'Souza von GHD aus Baden-Württemberg. Ich würde jetzt auch direkt dem ersten Projekt die Bühne übergeben, die digitale Bühne. Und das ist das Projekt CrossLab, hier nochmal die Übersicht. Wir werden auch die Projekte kennenlernen. CrossLab, DistLab, MinVR Labs und Shells. Und das sind alles Labore, die oder Projekte, die sich mit Laboren beschäftigen und die durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert werden. Und jetzt würde ich übergeben an Sebastian Zug, der jetzt das Projekt CrossLab vorstellen wird. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und auch für die Organisation dieses Workshops hier, wo ja sehr nahe und aber auch sehr ferne Projekte rund um die Frage der Digitalisierung von Laborinhalten vorgestellt werden sollen. Und das kann hier natürlich auch nur ein Anfang sein. Wir werden also einen intensiven Dialog suchen. Worum soll es unter dem sehr sperrigen Titel flexibel kombinierbare Cross-Reality-Labore in der Hochschullehre gehen? Auf der linken Seite sehen wir ein Labor, ein Remote-Labor unserer Kollegen aus der Chemie, die damit letztendlich illustrieren, was gegenwärtig Stand der Technik ist. Studierende greifen auf diese Applikation zurück und können damit bestimmte Experimente ausführen. Sehr gut. Aber aus unserer Sicht nicht genug, denn das Ganze ist fest zusammengefügt, einem bestimmten didaktischen Zielstellung folgend und kann noch nicht mal zwischen der Chemie und der Verfahrenstechnik zu einem Austausch führen. Also die Installation dient nur einem Zweck. Bitte einmal weiter. Und aus dieser Motivation heraus zielt also unser CrossLab, und das X erkläre ich gleich dazu, in der Vision darauf, konfigurierbare Settings zu schaffen, in denen Laborobjekte unterschiedlicher Standorte, unterschiedlicher Disziplinen anhand einer Schnittstelle miteinander in Realität gebracht werden können, sodass es nun möglich wird, für einen spezifischen Inhalt auf eine Laborinstallation zurückzugreifen, die Schwerpunkte anzupassen, die Zielrichtung, auch die Hilfestellung und damit es zuzuschneiden auf meinen spezifischen Inhalt. Das Cross steht dabei, und jetzt können wir auf die nächste Folie wechseln. Das Cross steht dabei in mehrfacher Richtung programmatisch in dem Projekt. Einmal, wir wollen verschiedene Disziplinen und Hochschulen miteinander verknüpfen, um aus den komponierten Systemen einen Synergie- und Mehrgewinn zu schöpfen. Das Zweite, wir haben eine enge Verzahnung hinsichtlich der didaktischen Konzepte im Hintergrund und der Infrastruktur vorgesehen. Die meisten, die ein entsprechendes Remote-Labor, eine Simulation oder Ähnliches aktivieren, zielen ja immer darauf, eine bestimmte Lehrveranstaltung damit zu begleiten. Das heißt, die Idee ist sehr zweckgebunden und damit aus der didaktischen Sicht heraus fehlt die Perspektive auf eine Kombinationsfähigkeit. Das heißt, hier brauchen wir generelle Konzepte. Und das Dritte, Cross-X, bezieht sich dann auf die Art der Installation. Eben auf die Frage, handelt es sich um eine Simulation, die vorbereitend ein Remote-Labor
einleitet, die Grundlagen vermittelt, um dann wiederum in einem entsprechenden Setting aus Videomaterial die Vertiefung voranzutreiben. Hier stellt sich wiederum die Frage, wie wir das Cross-X auf 3 Ebenen im Rahmen des Projektes realisiert bekommen. Wer sind wir? Und die Folie habe ich jetzt ganz ans Ende gestellt. Wir, das sind, wie schon aus der Anmoderation auch ein wenig deutlich wurde, die TU Dortmund mit den entsprechenden didaktischen Konzepten, unter anderem vom Tobias. Dann haben wir mit dabei die TU Ilmenau, dort die Goldi Labs, diejenigen, die sich in der Welt der Remote-Labore ein wenig auskennen, mit der langjährigen Erfahrung und als 9 Stern am Remote-Lab-Himmel, die Nordakademie, mit den breiten Bezügen in die wirtschaftliche Richtung, anhand derer wir unsere Umsetzung dann messen wollen. Wir aus der TU Bergakademie heraus koordinieren die Aktivitäten und bemühen uns aus der Sicht des Maschinenbaus, Chemie und Informatik um das Vorhaben. Ich hoffe, das hat mehr Interesse geweckt und neugierig gemacht und würde mich freuen, im Nachgang an die Veranstaltung über die konkreten Zielstellungen mit Ihnen noch zu diskutieren. Danke, Sebastian. Ich hatte das Mikro nicht gefunden. Und vielen Dank für die kurze Vorstellung zu CrossLab. Super in der Zeit. Und jetzt übernimmt Christian Bunse von der Hochschule Stralsund und präsentiert ganz kurz das Projekt DistLab. Genau. Vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur heutigen Veranstaltung. Ich freue mich, dass wir recht viele und zahlreiche Zuschauer gefunden haben. Mein Name ist Christian Bunse. Ich vertrete die Hochschule Stralsund. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause und sind eine Hochschule, die auf 3 Fakultäten beruht und dementsprechend auch von den 3 Personen, die auf dieser Folie genannt wird dieses Projekt getragen. Das heißt, im Gegensatz zu dem CrossLab-Projekt, was wir vorhin gehört haben, was ja relativ groß ist mit verschiedenen Standorten, konzentrieren wir uns auf einen Standort, nämlich auf unsere Hochschule. Wie der Titel ja schon sagt, Distanzlabore in der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung, konzentrieren wir uns auf Labore, die mit bestimmten Geräten zu tun haben. Ne? Da gehen wir vielleicht bitte mal eine Folie weiter. Labore sind bei uns ein relativ zentraler und wichtiger Bestandteil der Ingenieursausbildung. Wir haben relativ viele große und umfangreiche Geräte, wie zum Beispiel im Maschinenbau oder aber auch in der Informatik mit den Robotiklaboren, wo die Studierenden quasi ihre theoretisch erworbenen Grundlagen, also das Wissen, was sie in Seminaren und Vorlesungen erworben haben, in Praxiswissen überführen sollen. Das heißt, sie sollen das, was sie gelernt haben, an praktischen Geräten ausprobieren und sehen, welche Schwierigkeiten denn im realen Betrieb zusätzlich noch auf sie hinzukommen. Ja, das Probleme hat man da immer mit solchen Laborveranstaltungen, sei es die Anzahl der Plätze. Zum Beispiel kann ich aktuell Corona-bedingt von 90 Studierenden in einem Studiengang nur 14 Leute gleichzeitig in mein Labor lassen. Das ist immer so ein kleines Problem. Die Betreuungszeiten sind natürlich eine Schwierigkeit oder auch die Verfügbarkeit von allen Geräten. Aber über diese Probleme wollen wir heute gar nicht reden, sondern wir wollen darüber reden, was möchten wir denn in der Zukunft tun. Ja, wir haben halt festgestellt, wir haben Probleme damit, Labore, Studierenden jederzeit und zu jedem Tag, jede Stunde zur Verfügung zu stellen. Wir möchten quasi, dass Studierende über das Netz, also in die virtuelle Laborumgebung eintauchen können und dort die Erfahrungen sammeln können, die sie auch vor Ort bei uns haben können. Wenn Sie bitte eine Folie weiterschalten würden, Herr Ortelt. Genau. Wir verfolgen dabei genau 2 konkrete Ausprägungen. Das ist einmal ein digitaler Zwilling und das andere sind Hybridlabore. Fangen wir mal an mit den digitalen Zwillingen. Das sind quasi virtuelle Abbilder einer konkreten Maschine. Ja, wir haben hier zum Beispiel so etwas wie ein Pendel auf der rechten Seite zu stehen, die komplett in Software abgebildet sind. Studierende können dann quasi mit diesem virtuellen Zwilling erste Erfahrungen sammeln. Dort programmieren, da kann nichts kaputt gehen, da kann man alles ausprobieren. Und dann, wenn Sie quasi soweit sind, können Sie das, was Sie dann im Labor haben, zum Beispiel für die Abschlusspräsentation, auf ein reales Gerät transportieren. Und das Versprechen ist da dort und die Hoffnung ist da, dass der virtuelle Zwilling sich genauso verhält wie das Gerät in der Realität. Das ist der eine Standbein, den wir haben, der gerade für so Grundlagen versuchen, wie zum Beispiel in der Physik, oder auch in den Grundlagen der Automatisierungstechnik wichtig sind, kann man das dort einsetzen. Ein anderer Ansatz, den wir auch verfolgen, ist, es gibt auch Geräte, die sich nicht so einfach virtuell simulieren lassen, dass sie genau das tun,
was auch das reale Gerät tun würde. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben eine Veranstaltung, autonome Systeme. Da geht es um alle Einsatzszenarien des autonomen Fahrens. Und die Simulatoren sind heutzutage noch nicht so weit, dass sie quasi all das abbilden können, was auch ein reales Fahrzeug oder eine reale Komponente ausdrückt. Das heißt, wir brauchen hier eine Möglichkeit, wie kann man diesen Mangel eines Simulators umgehen? Und dort ist der Ansatz, wir möchten quasi die realen Geräte vor Ort über das Netz für den Studierenden zur Verfügung stellen. Ich habe das unten mal in so einem kleinen Bild zusammengefasst. Das heißt, die Studierenden können über ihre Netzwerkverbindung von zu Hause auf die Laboreinrichtung zugreifen, dort ihre Programme zum Beispiel zur Ausführung bringen, das Ergebnis beobachten, kriegen Telemetriedaten geliefert und können so quasi von zu Hause mit den realen Geräten arbeiten, als wären sie bei uns im Labor. Und das sind die beiden Ansätze, die wir verfolgen wollen. Aber wir wollen nicht nur Technologie entwickeln, wenn Sie noch mal eine Folie weiterschalten könnten, Herr Ortel, Dankeschön, sondern wir möchten quasi ein Konzept entwickeln, das es uns erlaubt, diese Infrastruktur, diese Labordigitalisierung der Labore auch in der Hochschule weiterzutragen. Ja, das heißt also, die Idee ist, wir möchten möglichst viel von diesem Distanzlabor zentral hosten lassen durch unser Rechenzentrum und Methoden und Ansätze zur Verfügung stellen, sodass auch andere Labore relativ einfach in das Ganze einsteigen können und wir das Ganze portieren können. Ja? Wir versprechen uns davon, dass die Studierenden dann mit Laborgeräten selbstbestimmt und zeitlich unabhängig interagieren können. Ja? Und nicht nur in Corona-Bedingungen, sondern ein Labor steht dann quasi 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung. Und man braucht auch keine spezielle Hardware, weil man mit jedem internetzugreifbaren Gerät auf das System zugreifen kann. Die Hoffnung ist dann, dass wir dann später einmal das Ganze so weit erweitern können, dass auch Partnerunternehmen im Rahmen zum Beispiel des praxisintegrierenden Studiums oder des dualen Studiums ihre Labore im Unternehmen für uns im Rahmen der Lehre zur Verfügung stellen können. Ja, das ist so eine Vision, die wir weitgehend verfolgen. Das Nahziel ist erstmal, die beiden Ansätze, die ich genannt habe, also die digitalen Zwillinge und das Hybridlabor zu realisieren, Erfahrung zu sammeln, das Ganze dann auch curricular zu verankern und dann quasi Portierungs- und Skalierungsstrategien zu entwickeln, um das Ganze zu erweitern. Und damit freue ich mich auf Ihre Fragen und auf die Diskussion. Vielen Dank für die Vorstellung zu DISTLAB von der Hochschule Stralsund. Fragen können alle Teilnehmenden gerne in den Q&As reinschreiben oder in den Chat und die würden wir am Ende von den Vorträgen dann zusammenfassend beantworten. Dann würde jetzt Berlin überleben, Stefan Probe von der Berliner Hochschule für Technik mit dem Projekt MINT VR Labs. Ja, vielen Dank. Erst nochmal vielen Dank an alle und wir können feiern, das haben wir auch zur Zuschlag gefeiert, als die Stiftung uns den Zuschlag gegeben hat, nur ganz kurz rechts unten, wir haben kein Men's Only, wir haben, sondern Martina Mauch ganz klein, Lena Ziesmann, Nicole Jüdicke hat uns bei der editorischen Umsetzung geholfen und Joachim Philbock und ich sind dort oben mit der Maske. MINT VR Lab, nächste Folie bitte. Das ist ein Projekt, bei dem wir basierend auf realen Laboren arbeiten, die wir jetzt schon haben. Wir sehen ein Biotechnologielabor, wir sehen aber auch schon erste Ansätze von Virtualisierung, nämlich eine sogenannte Cave. Das ist so eine Computeranimation in einem Vierfachraum, das kann man gleich auch nochmal durchgehen. Und auf der rechten Seite sehen wir, das Projekt wird begleitet durch eine starke Didaktik, durch Martina Mauch und im Rahmen der Evaluation durch das Referat QM, durch Lena Ziesmann. Das Ganze basiert auf einer Infrastruktur, die wir auch in der Hochschule haben, eben diese genannte CAVE. Und wir haben das sogenannte Human VR Lab, wo wir eben Motion Tracking, Robotics und diese virtuellen Realitäten bereits in der Infrastruktur vor Ort haben. Begleitet werden wir durch zwei Partner. Das ist zum einen LabTwin, das ist ein digitaler Sprachassistent im Labor, der ähnlich wie mein Ding hier funktioniert im Ohr und wie eine Siri auf Siri basierend. Und die technische Umsetzung wird durch den bisherigen Partner auch Villa Hirschbeck Online GmbH vollzogen. Damit alle einen Einblick bekommen, nächste Folie bitte, gibt es einen kleinen Film. Ein Gang durch das virtuelle, durch die Cave.
Das ist ein Raum, ein Vier-Seiten-Cave, wo der Boden rechts, links und die Front mit einer Digitalisierung versehen sind. Und man kann als Beobachter, das sieht man mit dieser Brille, eine Datentracker-Brille, in den Raum reingehen. Man kann in die Maschinen gehen. Das ist ein klarer Ingenieursansatz, den Joachim Philbock in seinem Labor hat, wo man auch in Waschmaschinen zum Beispiel hineinkriechen kann oder in Rohrleitungen. Und diese Visualisierung wollen wir versuchen, in Laboren einzusetzen, wo wir bisher praktisch nur Skripte haben. Das sehen wir auch gleich in dem zweiten Ansatz und wollen eben somit versuchen, den Zugang in die Reallaborwelten mal über eine andere Ebene zu bringen. Das ist das Thema What you see is what you get. Der zweite Ansatz ist auf den nächsten Folien, wo wir programmiert durch die Villa Hirschberg Online GmbH in einem kleinen Film auch sehen, was wir auch in der Fortführung mit der TU Hamburg-Harburg, der dortigen Mikrobiologie, gemacht haben. Wir haben basierend auf unserem ersten Versuch, den ich mit Felix Gerz gemacht hatte, haben wir einen Mozzarella-Versuch gemacht und haben die Laborbank virtuell als Game dargestellt. Alles basierend auf einem Skript, was Studierende immer haben, aber was selten gerne gelesen wird. Und wir hatten den Ansatz, lass uns das doch mal als Spiel machen, damit die Leute vielleicht mehr Lust haben. Und einen PCR-Cycler kennen wir mittlerweile auch alle durch die Corona-Tests. Und hier haben wir sogar Sicherheitsaspekte. Hier sieht man, wird gleich ein Handschuh in die Hand genommen, weil das Ethidiumbromid relativ giftig ist. Und dass man hier auch Sicherheitsaspekte mit einwirken lassen kann. Und man muss die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge nachvollziehen. Und sonst klappt der Versuch nicht. Das als der Ansatz. Und warum machen wir das in der nächsten Folie? Ja, ich suche meine Maus da. Ja, genau, das ist immer die Schwierigkeit. In der nächsten Folie haben wir gesagt, die Skripte lesen die Studierenden nicht. Die Wirkannahme links mit dem roten Pfeil sehen wir, mit unterschiedlichen Kompetenzen kommen Studierende und diejenigen, die tatsächlich so ein Spiel machen, die haben vielleicht mehr Lust, haben einen katalysiert positiveren Zugang zu den Inhalten und haben dadurch einen smalleren Gap innerhalb der Lehrkompetenzen, die wir übertragen müssen. Ganz kurz zum Schluss noch. Die nächste Folie, die zeigt nochmal, wie wir aufgestellt sind. 4 Mitarbeiter. Wir sind gerade beim Besetzen. IT, VR brauchen wir gerne noch an Meldungen von Leuten, die Interesse haben. Ganz wichtig ist mir noch zu betonen, wir haben hier viele studentische Hilfskräfte integriert, weil wir diese, Anführungsstrichen, Kundensicht hier tatsächlich haben wollen und wollen das eben auch durch Zertifikate, E-Badges und eben durch diese bereits genannte kontinuierliche Begleitung soweit auch öffnen und Offenheit auch für andere Fachinhalte. Das heißt, wir werden nach den ersten Projekten, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, die dann wirklich in 3D kommen, auch noch unsere anderen Kolleginnen mit den Anmeldungen versorgen. Erstmal an der Stelle vielen Dank und vielen Dank noch an die Stiftung in der letzten Folie für die Förderung und hoffen, dass wir durch Interdisziplinarität, Partizipation, Didaktik, Interaktion tatsächlich einen Beitrag zur Innovation der Lehre stellen können und freue mich, mit diesen anderen Kollegen hier im Panel sitzen zu dürfen, weil ich da tolle Schnittmengen sehe. Danke. Danke, Steffen, für die Vorstellung zu MINT VR Labs. Und jetzt noch einmal das Projekt aus Baden-Württemberg. Wird Herr Thomas de Sousa vorstellen, das Projekt Schelz. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Thomas de Sousa und ich möchte Ihnen jetzt kurz das Projekt Schelz vorstellen. Also wir reisen jetzt virtuell nach Baden-Württemberg, im Süden Deutschlands. Schelz steht für Shared Excellence Laboratory Learning Spaces 4.0 und ist ein Verbundprojekt aus 4 Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Fachhochschulen in Baden-Württemberg, der Hochschule Karlsruhe als Federführung, Hochschule Mannheim, Hochschule Offenburg, Hochschule Pforzheim. Das Ganze wird didaktisch begleitet durch die Geschäftsstelle für Hochschuldidaktik GHD. Die nächste Folie bitte. Steffen, kannst du dein Mikro ausmachen? Du tipperst gerade. Im Vordergrund oder im Mittelpunkt stehen hier diese 4 Labore, pro Projektpartner ein Labor. Ich würde die mal einmal ganz kurz vorstellen. Also das VR-AR-Labor der Hochschule Karlsruhe. Hier erlernen die Studierenden unterschiedlicher Fachdisziplinen die Grundlagen von Virtual Reality und Augmented Reality Technologien sowie deren Umsetzung.
Virtuelle Realität wird dabei nicht nur als Inhalt genutzt, sondern auch als Medium. In dem Blended Prototyping Labor der Hochschule Mannheim soll der Produktlebenszyklus, also von der Produktidee bis zum operativen Einsatz für die Studierenden im virtuellen Raum in kooperativen Lehr- und Lernszenarien erlebbar gemacht werden. Für die hybriden Laborveranstaltungen der Hochschule Offenburg werden sogenannte digitale Zwillinge in Ergänzung zu real genutzten Lehrlaboren entwickelt. Und die digitalen Zwillinge sollen dabei nicht nur als Werkzeug für den Erwerb von Fachkompetenzen dienen, sondern auch Digitalisierung gerade im industriellen Kontext beispielhaft begreifbar machen. Dann in dem vierten Labor der Hochschule Pforzheim steht das Erlernen der künstlichen Intelligenz im Vordergrund, und zwar am praktischen Beispiel der Roboterplattform Spot. Hier sollen Studierende anhand von modernen Sensorsystemen und KI-unterstützten Auswertungen einen Roboter durch unbekanntes Gelände steuern. Die nächste Folie einmal. Was ist jetzt allen vier Projekten oder vier Laboren gemeinsam? Zum einen die thematische Ausrichtung, nämlich auf digitale Transformation, und natürlich die Art und Weise, wie unterrichtet wird, nämlich die Formate im Blended Learning oder hybriden Format. Und durch die Fokussierung sowohl vom Inhalt als auch vom Format auf das große Thema Digitalisierung möchten wir also da nicht nur die digitalen Fachkompetenzen vermitteln, sondern auch die digitalen überfachlichen und fachübergreifenden Kompetenzen, sodass wir die Studierenden für eine Arbeitswelt 4.0 auch gut vorbereiten können. Das Projektziel ist ein Aufbau eines hochschulübergreifenden Pools an hybriden und kompetenzorientierten Lehrveranstaltungen zur digitalen Transformation, und durch die Öffnung von Veranstaltungen für Studierende mehrerer Hochschulen im Verbund soll dann das Lehrangebot der Verbundhochschulen ja zielgerichtet erweitert werden und dessen Attraktivität und Interdisziplinarität erhöht werden. Die Aufgabe der GHD und auch dann sozusagen meiner Wenigkeit ist, die einzelnen Labore dann labordidaktisch zu begleiten, zu vernetzen und die übertragbaren Ergebnisse und Erkenntnisse landesweit und bundesweit zu verbreiten. Wir sind ein großes Team. Auf der nächsten Folie kann man das sehen. Das ist dann eher nicht zum Merken jetzt gedacht, sondern dann im Nachgang können Sie sich dann nochmal dann auch direkt bei den Experten der einzelnen Labore bei Fragen melden. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Thomas, für die Präsentation zu Shells. Ich würde jetzt übernehmen die letzten 7 Minuten. Also wir sind super in der Zeit. Respekt dafür an die vier Vortragenden. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut klappt. Und ich bin ja Sprecher einer Community Working Group 2018 vom HFD mit unterstützt, mit einem kleinen Funding. Da hatten wir einen Kickoff im Dezember 2018. Die dabei waren, wissen, dass es einen legendären Weihnachtsmarktbesuch gab. Details kann ich gerne mal in kleinerer Runde berichten. Und das Ziel war immer von dieser Community Working Group, die eben hieß Remote Labore in Deutschland, die Verknüpfung von Technik und Didaktik, dass man also Expertise aus beiden Seiten zusammenbringt. Und dann hatten wir so circa einen Austausch, das war 2-mal pro Jahr, haben wir uns getroffen. Das war meistens im Zuge der DGHD. Und das letzte Mal wirklich in Präsenz haben wir uns 2019 beim, ich weiß gar nicht, wie es hieß, beim Festival, das in Bonn stattgefunden hat, vom HFD. Dort haben wir uns getroffen und uns im Anschluss nochmal dazu ausgetauscht. Ziel war es dann eben der Aufbau des Netzwerks mit Expertinnen und Experten aus beiden Bereichen, gemeinsame Publikation, Aufbau einer Plattform für Remote-Labore, und aus der Kooperation, die war bis jetzt sehr gewinnbringend. Wir sind also jetzt im Sammelband vom HFD dabei mit dem Beitrag die digitale Zukunft des Lernens und Lehrens mit Remote-Laboren. Es gibt einen Beitrag im Buch Labore in der Hochschullehre. Beide Veröffentlichungen sind Open Access und können kostenfrei downgeloadet werden. Da gab es einen Beitrag Community Working Group Remote Labor in Deutschland, Projekte, Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Und in dem Buch, in dem Sammelband sind auch weitere Beiträge von anderen Remote Laboren und
wie zum Beispiel im FPGA Remote Labor von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, dem Goldi Lab aus Ilmenau, was eben schon mal genannt worden ist, das Industrial E-Lab, ein Projekt von Sebastian Zug, das Visiersystem aus Dortmund, Labsland und im Moment noch eins der Projekte, was in Deutschland auf DigiLab4U an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Aber Andreas Wittke hat es gerade schon gefragt, wie das denn ist mit digitalen Laboren und Remote-Laboren. Ich habe das hier mal versucht, in einem kleinen Schaubild zu machen. Also Remote-Labore bezieht sich darauf, dass man wirklich reale Hardware hat, die genutzt wird. Parallel dazu gibt es die Simulation, die auch Steffen Prove gerade gezeigt hat, mit diesem kleinen Doktor in seinem Labor, wo man dann mit dem Handschuh das zusammenklicken muss, das wäre Simulation. Und durch die Corona-Pandemie und auch vorher gibt es noch ganz viele andere Labore mit digitalen Elementen, zum Beispiel, dass man eine Anleitung per Augmented Reality kriegt für die Bedienung einer Maschine. Und das sind alles Sachen, die irgendwie im gleichen Kontext sind, aber eben nicht zur Community Working Group passen würden, wenn sie weiter heißt Remote-Labore. Deswegen ist die Idee entstanden, dass wir die Remote-Labor Working Group heute umbenennen in CWG Digital-Labore als HFD Community Working Group. Und damit wollen wir uns an alle richten, die in diesem Kontext mitten zusammenarbeiten. Also von Remote-Laboren über digitale, über Online-Labore, über Simulation, VR, AR, also die ganzen Expertinnen und Experten in Deutschland und weltweit auch zusammenzubringen. Deswegen diese neues Wording. Wir sind jetzt auch schon, das sind die allen beteiligten Standorte, die beim Remote-Labor CWG dabei waren und jetzt auch bei den neuen dabei sind, also weit über Deutschland verteilt. Und wie gesagt, wir haben einen neuen Twitter-Account, der heißt jetzt Digital Labor. Den habe ich gestern Abend von Remote Labor auf Digitaler Labor umbenannt. Es gibt die Website im Aufbau digitale-labore.de. Und am 29.11., das können sich alle schon notieren, gibt es ein digitales Treffen der Community Working Group Digitale Labore. Und da werden sich auch nochmal die vier Projekte, die heute im Schnelldurchlauf geteasert worden sind, nochmal intensiver vorstellen. Das war es auch schon. Das sind nochmal meine Kontaktdaten, damit die auch dabei sind. Und ein QR-Code für den Download der Folien. Den Link würde ich auch gleich nochmal in den Chat posten oder eben auf der Webseite digitale-labore.de gleich später veröffentlichen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir einmal uns den Fragen widmen. Im QA-Teil gibt es schon erste Einblicke in die Labore sehen kann. Aktuell gibt es noch keine fertigen Labore im großen Projekt. Ich mache einmal in meinen Bildschirm die Freigabe jetzt weg, dann sehe ich nämlich alle größer. Im Projekt Ellie gibt es einige Labore, die sind auch, also wenn man sich einen Überblick über schon erstellte Digitallabore anschauen möchte, würde ich den Sammelband zu Laboren empfehlen. Dort sind die Akteure verlinkt. Wie funktionieren die Labore? Wie ist die UX? Sebastian, willst du da kurz was zu sagen? Jetzt muss ich wieder das Mikrofon finden. Der UX wurden bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Viele der Akteure haben nette Web-Applikationen gestaltet, die aber häufig noch nicht mal die Fähigkeit mitbrachten, zwischen einem Tablet und einem Desktop-PC beliebig austauschbar zu sein, weil das Arrangement sich letztendlich nicht automatisch anpasste. Im CrossLab, und ich gehe davon aus, dass es bei den Kollegen von den anderen Projekten ähnlich ist, haben wir dann explizit auch Experten mit an Bord von der Nordakademie, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen wollen, weil ja aus der Konfigurationssicht, aus der Komposition diese Darstellung der Inhalte noch einen wesentlich größeren Schwerpunkt bildet. Genau, ich hoffe, damit ist die Frage erstmal beantwortet. Dann gab es noch eine Frage von Andreas Wittke noch, VR-Umsetzung, spezielle Plugins. Steffen, kannst du da was zu sagen? Ja, also ich bin jetzt nicht der IT-Spezialist, aber die Plugins, die wir da haben, das wird im Wesentlichen über Unity programmiert werden. Und also Unity ist die Oberfläche, mit der man offensichtlich einen guten Zugang hat. Und Felix hat es gerade gepostet, WebGL reicht dort. Und das Ganze geht über eine Python-Programmierung. Also das ist tatsächlich auch das, was Studierende hier in den entsprechenden Studiengängen der Hochschule lernen. Also das kann sein, dass Studierende aus dem Studiengang bei Felix dann auch tatsächlich bei uns einfach mal eine Programmierung von irgendeinem Labor machen.
Genau, und dann hatte Josefa, den Nachnamen kann ich jetzt Lansing, glaube ich, eine Frage gestellt, ob man dann anschließend weniger Laborfläche braucht. Das kann ich vielleicht kurz beantworten, das glaube ich nicht. Wir brauchen immer noch Hands-on-Labore, aber wir können eben Studierenden ermöglichen, nicht nur von 8 bis 16 Uhr an Hochschulen Experimente durchzuführen, sondern am Abend und am Wochenende, damit es eben in den Studienalltag passt und dann eben aber trotzdem nochmal ins Labor gehen. Also ich war vorher Maschinenbau aktiv und da war es total wichtig, dass wir danach die Maschinenbauerinnen im Labor hatten, und damit die auch mal eine Blechstärke ausmessen müssen. Und das sind Fähigkeiten, die ich eben nur im Hands-on-Labor machen kann. Aber dadurch können die dann vielleicht durch die digitale oder die Remote-Nutzung einfach nicht nur einen Versuch durchführen, sondern 10 und können dann sogar selber Experimente bestellen. Ja. Und was jetzt Hans-Gerd, ich kann es nicht genau lesen, gerade fragt, in 10 Jahren, auch in 10 Jahren muss ich Biotechnologie, Mikrobiologie hands-on lernen. Ich muss es gemacht haben, aber der Zugang dazu über ein Spiel ist oftmals der einfachere, als ein Skript zu lesen. Also das Skript ist ja praktisch nur Lesen. Und viele dieser Modelle, die wir in anderen Hochschulen auch gesehen haben, gehen ja darüber, dass ich interagiere, dass ich aktiv in einen Prozess eingreife, mitarbeite und kooperiere. Und ich glaube, das wird auch nie verschwinden, weil das Arbeitsleben ist ja letztendlich genauso. Und das sollten wir in den Hochschulen ja auch versuchen abzubilden. Genau, und dann hat Felix Gerst noch eine Frage gestellt, kann man auch in einer Gruppe zusammen in eins der Labore gehen? Das haben wir im ELI-Projekt mal gemacht, da sind es immer internationale Studierende gewesen. Da hat dann einer den Bildschirm geteilt und alle anderen haben mitbeobachtet und die Konfiguration eingestellt. Aber man muss natürlich sagen, wie im echten Labor, ein Labor kann immer nur von einer Person zu einem Zeitpunkt angesteuert werden. Der eine wird dann sagen, Druck erhöhen, der andere Druck verringern. Es muss also eine Person in Charge sein und das übernehmen. Und damit würden wir jetzt auch zum Ende kommen. Und ich danke allen Teilnehmenden für die Diskussion. Und ich würde mich freuen, ganz viele am 29.11. im digitalen Meeting zu sehen. Und wir alle stehen noch für Fragen zur Verfügung. Und ich wünsche allen noch einen erfolgreichen Abend beim University Future Festival und morgen und übermorgen noch 2 erfolgreiche Tage. Tschüss.